Hallo und herzlich willkommen zu einem Modellbaukönig Baut oder Basics. Heute oder ich präsentiere euch den Bau einer Base. Wir sehen, wie wir auf einer Holzplatte eine Landschaft darstellen, um dort dann ein Fahrzeug draufzustellen. Die einzelnen Baustufen oder Schritte und Materialien zeigen wir euch natürlich einzeln. Das seht ihr dort alles. Ich würde sagen, die Matz geht gleich ab. Thomas drückt dann auf den Knopf und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, ja, willkommen hier an einem neuen Arbeitsplatz. Und wie in der Vorankündigung schon gesagt, zeige ich euch heute, wie man eine kleine Base, ein kleines Diorama gestaltet. So, und ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Mein lieber Freund, der Ramon. Nein, das ist nicht der Gärtner, das ist mein guter, bester Tischlerfreund. Der hat mir hier freundlicherweise eine Holzbase nach meinen Wünschen angefertigt. Und ich habe das schon so weit vorbereitet, dass ich jetzt hier Multifill Holzreparateur Spachtel raufgetan habe. Den habe ich hier. Und das ist ein, ja, ich möchte nicht sagen, ein wahres Wunderzeug. Aber für unsere Bedürfnisse ist das richtig gut. Könnt ihr mit der Hand so verarbeiten. Könnt ihr euch Handschuhe anziehen, dann kröselt das nicht, kann man dann abwaschen. Wird mit der Zeit relativ hart, wie man hier sehen kann, aber dennoch weich genug, dass man zum Beispiel mit einem Holzbohrer oder mit einem Steinbohrer da wunderbar durchkommt. So sieht das Ganze aus, kann ich wie gesagt empfehlen. Dann habe ich dann eine Grundierung. Da bleibe ich Tamiya treu. Die verwende ich hier ganz gerne. Das ist die 87064. Die verwende ich halt ganz gerne. Ja, das ist die Base. Die habe ich soweit, wie gesagt, angedrückt. Ich habe hier Kettenspuren schon eingefügt. Das, wie gesagt, nach meinen Wünschen soweit gestaltet. Ein bisschen hier Tamiya-Tape angebracht. Ihr könnt natürlich auch unsere hauseigene Marke nehmen. Die geht genauso gut. Die ist kein bisschen schlechter oder die von Revell. Und dann würde ich einfach mal sagen, bereite ich mich mal kurz vor, mache die Airbrush an. Wir starten von dunkel nach hell. Also praktisch hier XF1. Dann kommt XF64. Nochmal schön in die Kamera. So. Liebe Leute, dann hier XF52 und zum Highlight, da haben wir hier die XF57, das ist Buff. Damit bearbeiten wir das Ganze mit einer ganz normalen, handelsüblichen Airbrush und ich würde sagen, ich bereite das einmal vor. So, vorbereitet ist das, Kompressor ist anbereitet, dann habe ich hier ein kleines Stäbchen, die gibt es bei dem Gasthof zum Goldenen M. Wenn man da mal ganz lieb, nett und fragt oder auch nicht, dann kann man auch welche mitnehmen. Die sind für so eine Sachen hervorragend geeignet. So schwarz ist das Ganze jetzt grundiert oder vorbereitet. Da habe ich die Vertiefung schwarz gemacht, damit wir da einen, ich sag mal, 3D-Effekt, einen tieferen Effekt haben. Jetzt kommt der nächste dunklere oder hellere Ton, in dem Fall ja der hellere natürlich, XF64 Red Brown. Dabei ist jetzt ganz wichtig oder zu beachten, ihr müsst das Ganze jetzt nicht deckend auftragen. Dadurch, dass wir noch einige Farbaufträge haben und das Ganze natürlich noch etwas farblich gestalten wollen, muss das halt nicht zwingend deckend sein. Aber ihr seht oder ihr bekommt ja die Ergebnisse mit und dann seht ihr auch, was ich meine. Unsere Hauptfarbe, das wird hier Flat Earth sein, also die flache Erde von Tamiya, die XF52. Da habe ich auch ein bisschen mehr reingetan. So, und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt.
So, jetzt ist, sag ich mal, entscheidend, dass man so ein bisschen Auge dafür hat, dass man jetzt die Ecken und die Kanten, die Erhebung, dass man das so ein bisschen herausarbeitet. Ich denke mal, man sieht das hier schon so ein bisschen, dass ich das jetzt hier mehr akzentuiere. Noch deutlicher wird das gleich, wenn ich das Ganze jetzt noch weiter aufhelle. Man sollte das nicht übertreiben. Neue Techniken oder neue Sachen verführen immer das ganz gerne, ja, zu übertreiben, auszuprobieren. Aber wir wollen ja, dass das einigermaßen im Rahmen bleibt. Zumal da ja noch ganz viel Gras und Grünzeug raufkommt. So, Zauber, Zauber. Jetzt kommt XF57 als letzte Schicht beim Bemalen. So, ich denke mal, wie man das jetzt schön erkennen kann, haben wir jetzt hier den Bereich sehr stark akzentuiert. Ist ja auch die höchste Erhebung. Dann den unteren Bereich hier, dann hier noch ein bisschen so, hier noch ein bisschen. Und dann sollte das auch schon gut sein mit der Airbrush. So, weiter geht das. Das Ganze ist jetzt getrocknet. Was habe ich hier? Hier habe ich eine Schale mit warmem Wasser. Kann auch ruhig ein bisschen heißer sein. Dann habe ich hier Holzkleber oder auch Weißleim. So, das Ganze machen wir jetzt hier rein. Warum mache ich das Ganze? Ich möchte das Ganze jetzt begrünen. So, dazu brauche ich ja, eine schöne klebrige Masse. Alter Pinsel würde ich hier empfehlen. So, dann verrühren wir das Ganze hier ein bisschen. Dann nehme man sich eine elektrische Fliegenklatsche, ein Küchensieb, einen Dennis und dann bauen wir uns hier unser, mag man vielleicht hören, unser eigenes elektrisches Sieb. Dann benötigen wir die beiden Artikel hier so, und zwar möchte ich gerne eine Sommerlandschaft Juli 41 darstellen. Da haben wir hier schon vertrocknetes Gras. Hier haben wir noch ein bisschen, ja, grünes Untergras. Das mische ich jetzt mal gleich hier zusammen. Fangen wir erstmal mit dem Grün an. Das gibt von der Firma, verblendet das leider, von der Firma Model Scene. Gibt natürlich auch noch andere Hersteller. Noch zum Beispiel, kommt hier so lockig raus. Nehmen wir noch mal einen Hieb. So, bei der Anatomie von einer Grasmatte oder von Gras ist darauf zu achten, es gibt halt Untergras, die sind kleiner, dann das Obergras. Das möchte ich jetzt hier so ein bisschen, ja, darstellen. Das Ganze, ja, klebt ein bisschen aneinander, fast wie Bällchen. So, schön durchmixen. So. Alles, was jetzt begrünt und begrast werden soll, das pinseln wir jetzt mal ordentlich schön ein. So, hier bei den Rändern, da könnt ihr ruhig ein bisschen näher rangehen. Das drücken nachher die Panzerketten beiseite oder ihr zupft das da lieber raus. Aber ärgerlich ist es halt, wenn ihr das so weit vorbereitet habt und das dann, ja, dann nicht klebt. Das wäre schon ziemlich doof. Oder da halt was fehlt. So, da machen wir noch ein bisschen was rein. Kleber ist aufgebracht. Nochmal
die Klebereste entfernen, die wir nicht brauchen. Das sieht soweit ganz gut aus, denke ich. Alles andere können wir noch nacharbeiten. So. So, leider hat er auch seine Mühe, seine liebe Not bei diesem hohen Gras. Da helfen wir ein bisschen händisch nach, wie ihr das schon gesehen habt. Sieht jetzt auch noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen wild aus. Wir drücken das Ganze hier gleich auch nochmal ein bisschen an. So, sind die auch noch nicht fertig damit. Deswegen mit dem Kleber nicht sparsam sein. So, lassen das Ganze jetzt ein bisschen ruhen, ein bisschen trocknen. Sieht schon mal ganz wild aus, das Ganze. So von der Seite, da sieht man es besser. Wie gesagt, dem geben wir ein bisschen Ruhe und dann geht es auch gleich weiter. So, ja, kommen wir hier nochmal zur Betrachtung dieses Arbeitsschritts. Hier haben wir jetzt unsere Base. Man sieht noch den Weißleim hier durchschimmern, den haben wir hier benutzt, ganz normalen Weißleim. Dazu dann diese beiden Produkte. Ich hoffe mal, dass ich sie so in die Kamera halten kann, dass ihr die sehen könnt, ohne dass es blendet. So ist beides bei uns erhältlich. Gehen aber auch andere, ja, Grasmatten von Silhouette oder wie auch immer. Ne? Das ist egal. Ganz normalen Weißleim dazu. Das Abschütteln, das mache ich jetzt noch nicht. Das werden wir später machen, wenn das hier jetzt alles schön ja, getrocknet und schön hart ist. So, und dann ist ganz wichtig, dass ihr die Matte dann oder das Gras nicht so lasst, sondern dass wir das dann nochmal nachbehandeln. Das werde ich dann mit einem Grünton machen, weil ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Dieses Glasfieber, so heißt das Ganze nämlich. Das sieht doch sehr künstlich aus und da gehen wir ein ganz bisschen noch rüber, behandeln das nach, damit wir diesen, ich sag mal, Eisenbahneffekt halt wieder wegbekommen. So, in der Zwischenzeit werde ich mich hiermit beschäftigen. Das sind Rohrkolben, kann man schön sehen. Hier soll nämlich eine kleine Kante sein. Hier sollen ein ruhendes oder stehendes Gewässer soll hier hinkommen. Das Ganze soll ja so gestaltet werden. Und was uns noch erwartet, hier haben wir kleine Büsche. Die kann man entweder selber machen. In diesem Fall habe ich hier mal welche gekauft, um die mal auszuprobieren. Das Ganze geht aber natürlich auch gut, wenn man das selber macht mit Partix Power Spray. Vielleicht machen wir noch einen dazu und halt hier diesem Wunderzeug hier. Das ist ja Seegras oder Seemoos. Das kann man da wunderbar zu nehmen mit Streumaterial. Aber auch das zeige ich euch gerne beim nächsten Mal. So, jetzt ist es einigermaßen getrocknet.
So, kann man schon schön sehen, ist schön fest geworden. Schon mal eine schöne Fläche hier. Das arbeiten wir aber noch ein bisschen auf. So, jetzt haben wir das schon mal schön rausgearbeitet. Das nicht wegschmeißen, das kann man noch weiter verwenden. So. Und jetzt als nächstes, na, kann man so sehen, ja, so XR5, um das einfach noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen wieder, dass dieses Glänzende hier rauszukriegen, dieses Eisenbahnhafte, sag ich mal, um das nicht mehr ganz so künstlich aussehen zu lassen, dazu noch ein bisschen Buff XF57. So, wenn jetzt hier ein bisschen Grün hinkommt, ist das gar nicht schlimm, weil das, ja, die Vegetation hier, die ist ja hier feucht, die hier dann stattfinden soll. Und daher ist das dann auch weiter gar nicht schlimm, wenn das dann einen leichten Grüntouch hat. So, der nächste Schritt, den haben wir realisiert mit Tamiya XR5 und Tamiya XF57 und man kann das hier schon sehen, ich habe das hier bewusst etwas aufgehellt, genauso wie hier. Und jetzt würde ich sagen, als nächstes kümmere ich mich gleich mal um die Büsche. Da gucken wir mal, was wir hier haben. Leichte Kussellandschaft sieht da schon ganz gut aus. So, fixieren wir das hier schon mal so. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, dann kommt jetzt der Alliskleber zum Einsatz.
So, den restlichen Bereich hier, den lassen wir erstmal aus. Da kommt dann der Roh- oder Rohrkolben hin. Hier habe ich schon mal einen vorbereitet. Und man kann den schön erkennen. War eine verdammige Arbeit. Also das ist schon kein Zuckerschlecken. Die Teile setzen sich hier so aus diesen Einzelteilen hier zusammen. Da zeige ich euch gerne noch mal einen Bau. Alle werde ich euch nicht zeigen, weil Gott, dann sitzen wir hier ewig und 3 Tage. Die werden sich dann hier so verteilen. Hier habe ich noch eine kleine Besonderheit vor. Das verrate ich jetzt aber auch nicht, denn ihr sollt natürlich auch ein wenig angelockt werden für den nächsten Teil. Gut, soweit sind wir jetzt mit der Base fertig, könnte man meinen. Aber ich habe da noch ein bisschen was dran verändert. Und zwar... Oh, wo ist der Pinsel her mit dir? Genau. Und zwar, ihr seht hier diesen, ich nenne es mal Ereignishorizont. Hier soll ja ein kleiner Teich sein oder ein Bach oder was auch immer. So, und da setzen sich Sedimente ab und das kann man halt hinterher sehen. Bin ich also beigegangen, habe jetzt im unteren Bereich erst hier ein bisschen XF1 verteilt, kann man schön sehen. Ich habe das Ganze getupft, das ist wirklich so vonstatten gegangen, immer wieder ein bisschen Farbe genommen und getupft. Das war ja relativ einfach, simpel. Dann hier X64 im oberen Bereich, so hier einmal beigegangen und dann habe ich noch Buff genommen. Oder Staub kann man auch sagen, kann man hier schön sehen. Und damit habe ich das hier einfach ein bisschen trocken gemalt, um einfach ein bisschen Struktur da reinzukriegen. Und das gleiche hier, da wir da immer noch eine Kunstfaser haben. Man sieht, dass ab und zu nochmal glänzt es, wenn die Sonne drauf fällt oder halt der Lichtschein, um das halt ein bisschen, abzumildern. Und um das Ganze ein bisschen, sommerlicher zu machen. So, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt eigentlich hier noch der Bewuchs. Dafür habe ich auch was vorbereitet. Ich hole das mal eben her. So, und zwar habe ich hier dieses Set hier, habe ich benutzt oder beziehungsweise ich habe vorher schon mal geübt. So soll das Ganze dann zusammengebaut werden. Ihr seht das hier, so, so und so. Ist eigentlich auch eine schöne Sache, aber jetzt zeige ich euch mal was. Und zwar... dieses wunderschöne Teil hier, das ist aus Pappe. So, und wenn ich das jetzt mal hier, ich muss das hier abschneiden, das mache ich hier mal. So, und dann haben wir hier dieses kleine Ding hier. So, und das ist eigentlich auch kein Problem, aber der bröselt auseinander. Ne? Und bevor der auseinanderbröselt, muss ich das hier noch mit bestreuen. Dann muss ich aus diesem Draht. Hier habe ich schon mal einen festgeklebt. Hier kann man das schön sehen, dass das abgepurzelt. Dann muss ich hier dieses Papier dahin machen. Und last but not least muss ich dann das hier alles draufkleben und dann hier anbringen. Ja, habe ich alles gemacht mit dem Ergebnis, dass ich das jetzt so mache und weggeschmissen habe, weil mich hat das ungefähr wahnsinnig gemacht und ich bin auch nicht der Gottherr des Modellbaus. Und dann habe ich mir was anderes überlegt. Und dann habe ich in Italien habe ich das hier gefunden von Diorama Perespe. So. Und da ist ein wunderbares Zeug drin. Ne? Bestimmt gibt es das auch irgendwo in der Natur, bei uns habe ich es noch nicht entdeckt. Und zwar diese Dinger hier. So, und die werde ich jetzt passend zuschneiden. Sieht fast aus wie irgendwelches Grasgetreide. Und dann hier einbringen. Nicht so hoch, dass der Panzer nicht mehr zu sehen ist, sondern halt schon so, dass man halt eine gewisse Schilflandschaft sehen kann. Genau das gleiche wie hier. Ich zeige euch das einmal. Das ist hier Gras. Das gibt es auch bei uns zu kaufen, kann ich jedem empfehlen. Ist nicht allzu teuer. Sieht dann so aus. Man kann das natürlich auch selber sammeln, wenn man die dementsprechenden Grassorten kennt oder sie sieht. Das ist jetzt kein Riesenschafschwingel oder irgendwas anderes. Ach, riecht schon richtig irgendwie nach Sommer, nach Heu. Und ich würde sagen, ich bereite jetzt mal so ein paar Sachen vor. Und wenn ich dann soweit bin, ich mache mal den Zeitraffer an, dann gehen wir nochmal ein paar einzelne Sachen an, gucken uns das an im Einzelnen, aber schon mal so, dass man was sehen kann. Da hätte ich ja noch was ganz Entscheidendes vergessen. Warum mache ich das Ganze? Und zwar habe ich das vor, hier soll der Panzer stehen mit der aufgesetzten Infanterie. Und hier habe ich dann zwei
arme russische Würstchen, die sich hier verstecken. So sollen die denn dahin. Die Position habe ich mir vorher schon mal markiert. Das heißt, ich habe da ein bisschen was von dem Untermaterial weggenommen. Hier kann man das schon sehen, damit die Posen dahin kommen. Ich habe den Po habe ich hier angeglichen, damit das dann auch richtig schön da reinpasst. Und dementsprechend werde ich dann hier das Gras drumherum bauen, dass man so praktisch ein bisschen Leben hat und die dieses kleine Diorama eine Geschichte erzählt. Das ist immer ganz nett, wenn man sich im Vorfeld dass die groben Sachen überlegt, das bei der Planung mit einbinden lässt und das dann ja dementsprechend dann umsetzen kann. Wobei ich mich nie hundertprozentig festlegen würde. Ich würde immer sagen, so das Große und Ganze. Das ist klar. Ich wollte erst so eine kleine Base bauen. Dann habe ich mir überlegt, dann machen wir da noch ein bisschen so einen kleinen Gimmick rein, so ein Aha und so. Und ich meine, Krieg ist ja nun ist ja nichts Schönes. Ich denke mal, dem sollte man hier auch Rechnung tragen, das Elend da so ein bisschen zeigen. Das passt da ganz gut zu. Und ich würde sagen, wir gucken mal gleich, wie sich das so weiterentwickelt. Gut, so, was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt so einen Strunk genommen. Hier haben wir so einen schönen Strunk. Dann habe ich mir den ein bisschen zerteilt. Hab geguckt, wie das Ganze hier wächst. Kann man das wunderschön machen. So, und abgeschnitten. Hier dann das nächste. Unterschiedliche Längen, weil ja so ein Feld ist ja auch unterschiedlich groß und lang und unterschiedlich gewachsen. Und das Wichtigste, wir wollen ja nicht das Fahrzeug im Hintergrund verbergen, sondern wir wollen ja schon noch, dass das seine Geschichte hier erzählen kann. So, was mache ich als nächstes? Ich habe mir hier Ponal Weißleim genommen, da was in einen Bierdeckel. Also so hat man zweimal was davon. Einmal kann man ein leckeres Bierchen schlabbern und man kann natürlich dann den Bierdeckel dann auch nochmal anschließend verwenden. So, dann habe ich hier eine handelsübliche spitze Pinzette. Spitz ist deswegen wichtig, weil ein kleines Loch gepiekst. Deswegen ist das auch so wichtig, dass wir halt dieses Zeug von Multifill nehmen. Nochmal angepasst. So, und ich würde sagen, Mats ab und ich arbeite hier ein bisschen. So, das Gelände ist ein bisschen gewachsen. Wir haben ein bisschen das Zeitraffer eingeschaltet, wie ihr seht. So, und ihr erinnert euch noch, hier ist ja relativ wenig von dem Spachtelzeug und viel Holz. Und um das Ganze jetzt hier ein bisschen schicker zu machen und damit das auch schön hält, habe ich mir jetzt einen Bohrer mit Bohrfutter hier genommen und bohre jetzt hier mal fleißig Löcher, damit ich das ein bisschen tiefer reinstecken kann, das Material, damit das dann auch schön hält. So, kleine Passprobe. Unsere beiden russischen Kameraden hier, die verstecken sich ja vor den Deutschen. Müssen wir also zwischendurch immer etwas anpassen. Und ganz wichtig auch, wenn der Mensch, also es ist halt immer wichtig, dass man seine Naturumgebung und so weiter auch beobachtet. So, und wo man sich versteckt, da wird natürlich auch was umgeknickt. Das simulieren wir mal so. So, rein damit hier. Hab die Figuren jetzt mittlerweile auch mal angepasst, kann man hier schon sehen. Wichtig ist, dass man auch an so Kleinigkeiten denkt, wie zertrampeltes Gras zum Beispiel oder dass das hier einmal so runter ist. Das soll ja schon so aussehen wie in Wirklichkeit. Hier mache ich jetzt, wo der Daumen ist, mache ich jetzt mal weiter. Mache hier auch oder versuche hier auch nochmal so eine kleine Spur einzubauen und gucke dann nochmal von der anderen Seite. Ich drehe das mal,
wie das Ganze denn hier wirkt, wie das da aussehen muss. Und dann baue ich danach, wenn mir das denn soweit gefällt, dann noch ein paar Gräser ein. Und dann gucken wir mal, wie sich das dann so weiterentwickelt. So. Die Klebepunkte kann man hier noch schön sehen. Wichtig ist, dass man hier auch an so kleine Feinheiten wie hier dieses umgestürzte Gras denkt. Ja, hier kann man schön sehen. So, was mir jetzt hier noch nicht gefällt, hier fehlt jetzt noch so ein bisschen kleine Sachen, so ein bisschen, ja, ich sag mal Unterschilf. Das wächst ja nicht alles nur gleichmäßig. Und das würde ich jetzt eben noch ergänzen, das eben nochmal von der anderen Seite. Und ja, dann sind wir hier mit dem Part auch schon durch. Da kann man nämlich hier diese wunderbaren kleinen Spelzen hier, das fällt dann so ab. Wird hier ein bisschen in den Weißleim oder auch in den Holzkleber getunkt. So. An die Position gedrückt und fertig. Auch gerne mal hier so einzelne Blätter. So, von der Straße sind die Jungs kaum sehbar. Ich mache das mal so, ohne dass sie runterputzen. Ja. Können wir noch ein, zwei dickere Stücke hinmachen und dann denke ich mal, setzen wir jetzt hier oder hier oder hier oder hier nochmal ein paar vereinzelte ja, Schilfblätter. Das wächst ja in der Natur auch nicht alles. Wir mit dem Lineal gezogen. So, ergänzen wir das jetzt hier nochmal. Das nächste, was jetzt dann zum Einsatz kommt, ist hier mein Gras. Das bereite ich jetzt mal eben gleich vor. Und dann würde ich sagen, geht das dann genau in gleicher Manier so weiter. So, da sind wir wieder, ihr lieben Leute. Und zwar die Figuren, die sind jetzt hier drinne, die sind jetzt hier montiert, kann man schön sehen, angemalt. So, ich hoffe, das kann man hier schon sehen. Dann habe ich das abgeklebt hier einmal vorsichtig. Habe hier mein Still Water von AK. Ein Messbecher habe ich hier auch. So, da mache ich jetzt erstmal ein bisschen was rein. Jupp. So, und da das ja nicht so glasklar ist, müssen wir das ein bisschen pimpen. Machen wir jetzt mal. So, das ist wichtig, dass das Ganze wirklich in homöopathischen Dosen passiert. So, das reicht nämlich schon. So, XF61. Dann kommt jetzt noch eins. Wollen wir eine schöne Bracke haben. Wie das denn bei solchen Tümpeln so üblich ist. Stehen in Gewässern. So, das Ding, was ich hier habe, das kann man wunderbar nehmen von einem oder von großen Fastfood-Restaurants. Nochmal. Ein bisschen haben wir die Farbe schon, aber noch nicht, wie ich mir das vorstelle. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr wirklich wenig Farbe nimmt, dass ihr das gut abpasst.
weil sonst ist das absolut super schnell versaut, das Ganze. So, ich denke mal, jetzt haben wir so richtig schönes Sumpfwasser da, Tümpelwasser, das können wir nehmen. Bereiten wir das hier mal vor. Habe ich hier eine Pipette, dann nehmen wir ruhig eine etwas ältere. Gehen wir näher ran, einen Moment, ihr Lieben. So groß schräg kann ich es nicht halten, sonst läuft das flüssige Wasser nämlich alles sonst wohin. So, warum ich jetzt hier puste, ist relativ leicht erklärt. Ich habe hier so ein bisschen Wasserbläschen. Und die muss ich dann natürlich wegkriegen. Die wollen wir ja hier nicht drin haben. So, jetzt sieht das Ganze schon mal auf jeden Fall besser aus. So, die Trocknungszeit ist jetzt vorbei. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht. Jetzt haben wir hier so einen schönen Rand hier. Das ist aber nicht weiter schlimm. Dann nehmen wir uns nämlich jetzt ein Skalpell. Oder ein scharfes Messer geht natürlich auch. So, und schneiden das dann dementsprechend vorsichtig, gewünscht und passend ab. So, wie ihr sehen könnt, ist hier die Kante jetzt schön abgeschnitten. Ich zeige das nochmal schön in der Nahaufnahme. So sieht das Ganze jetzt aus hier. Kann man schön das Brackwasser erkennen. Das ist soweit alles so, wie es sein soll, so wie ich mir das auch vorgestellt habe. So, und jetzt, um hier die Kanten, ich sag mal, noch etwas zu glätten, um das Ganze noch ein bisschen anzupassen, dann nochmal zu, nehmen wir das hier. X22, das ist Klarlack glänzend. So, und dann einfach ein bisschen hier über die Schnittstellen drüber. Da können auch noch mal so kleine Unebenheiten ein bisschen mit ausgeglichen werden. Der ist ja sehr umgänglich, der Lack. So, und dann haben wir natürlich auch auf diesen Wasserflächen auch noch mal ein bisschen mehr Feuchtigkeit.
Jetzt gehen wir dabei und lösen das Ganze mal. So, und das Schöne an diesem Naturholz ist, also hier haben wir erstmal die Maserung. Ich möchte da gerne noch was machen. Und zwar kommt da jetzt eine Lasur drauf. Die habe ich hier. Ganz normale, handelsübliche Lasur. Da fülle ich gleich jetzt hier mal was rein. Schnapp mir einen alten Pinsel. Ja, und dann würde ich sagen, lege ich da gleich mal mit los. So, ja, ich war eben kurz im Keller. Mal eben die Zutaten geholt sozusagen. Mir überlegt, ach, nimmst du doch gleich mal eine aktuelle Tageszeitung mit. Pack sie da nämlich drunter. Wäre nämlich doch schöner, wenn man das grüne Material hier nicht so einsaut. Weil, ja, diese Lasur hat nämlich eins, die ist anhänglich. Also, kann man sehr schön sehen. 29. November 2020. Also alles ganz frisch hier. So. Ja, und die Beize hier ist natürlich eine Beize, keine Lasur. So, und die hat den riesengroßen Vorteil, dass sie die schöne Maserung von diesem Holz, schön erhält. Wie gesagt, von Clou, ist schon einen Tucken älter, wie man hier am Staub sieht. Hat aber dann ein schönes Finish. Gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. So ist das Ausgangsprodukt. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an meinen Freund Ramon, an Hobel, der das hier wunderbar gemacht hat. Also wirklich eine 1A Tischlerarbeit. Trotz des ganzen filigranen Modellbaus, was ich denn so mache hier, ist mir das ja nie vergönnt gewesen, die Ruhe zu haben, irgendwie Tischlerarbeiten vernünftig auszuführen. Ich bin da mal bei den groben Sachen geblieben mit der Motorsäge. Ja, und dann bei König gelandet. So. So, da haben wir so einen richtig schön ausgewrackten Pinsel hier. Den nehmen wir hier jetzt mal für die Feinheiten. Da kann der grobe Pinsel nicht mithalten. Und das Schöne halt ist halt bei dieser Beize, dass wenn ihr fertig seid, könnt ihr das Ganze auch auswaschen. Und die Pinsel sind dann nochmal wieder verwendbar. Ich meine, ihr seht ja, wie das Holz reagiert. Ich würde euch trotzdem raten, macht das ruhig zweimal. Immer schöner, sättiger, das Ganze auf jeden Fall. Man kann richtig zusehen, wie das Kiefernholz die einzelnen Poren das aufnimmt, hier die Farbe. Jetzt habe ich hier ein ganz bisschen Sekundenkleber. Das Ganze soll dann hier so aufgebracht werden. So soll das aussehen, genau. So, und das machen wir jetzt mal. Dann würde ich einfach mal erklären, wir sind soweit fertig, haben das soweit umgesetzt.
zeige ich das jetzt nochmal so hier in Gänze. Ja, am Anfang steht immer die Idee, beziehungsweise das Fahrzeug, was möchte ich da machen? In meinem Fall ein Panzer 4, der ist jetzt fertig, da sind jetzt noch Figuren. Das wird alles noch ergänzt, ich kann das hier einmal dazu holen. So, hier haben wir den Panzer dazu. So, der passt ja hier schon mal super gut drauf. Dann kommen natürlich dann noch hier die ganzen anderen Figuren dazu, die dann oben drauf auf diesen Panzer dann ja da drauf drapiert werden. Das ist aber eine andere Geschichte. Worum es geht, dass man ungefähr sich jetzt erstmal überlegt, ich habe ein Fahrzeug, das möchte ich gern in eine Szenerie verpacken. So, und dann ist die Idee geboren, was in diesem Fall haben wir hier im September 1941 den Einmarsch in die Sowjetunion. Die Rotarmisten sind ja weithin auf dem Rückzug. Die beiden haben sich hier versteckt, wie man das hier so schön sehen kann. Geht er mal ran, so in diesem Schilf. Soll so ein bisschen brackiges Wasser darstellen, das Ganze. Dann dazu die Landschaft. Wichtig ist, dass man, wenn man das Ganze macht, hier ist praktisch die Hauptachse. Hier gucken wir, oder wir nehmen mal das hier dazu. Hier geht der Blick hin. Das Fahrzeug steht schräg dazu. Das haben wir hier freigelassen. Die Ketten wurden aus alten Ketten, die Kettenspuren also angefertigt. Dann das Material, da haben wir das Gras von... ihr werdet euch erinnern, ansonsten müsst ihr nochmal zurückspulen. Dann haben wir hier das einzelne ja, Grünmaterial. Kann man schön sehen, hier Diorama-Perspe aus Italien. Kann ich empfehlen, ist ein wirklich gutes Zeug. Dann auch hier Materialien von der Firma Model Scene wurden hier verwendet für die Büsche. Die Gräser kommen von MK35, kann man sehr schön erkennen. Guckt euch die Natur an, wie gestaltet die ihre Landschaft, wie sieht das Ganze aus, um halt das hier auch ja, dementsprechend nachzuvollziehen, nachzuempfinden. Das Wasser ist das Stillwater, da seht ihr, habe ich noch ein bisschen Farbe, das Stillwater von der Firma Valeo, denke ich mal, das ist ganz gut geworden. Die Figuren sind von Stalingrad, so duken sich hier wunderbar rein. Da haben wir hier noch den Helm, denke ich mal, ist soweit eine runde Szene. Dann, ja, bei Fragen, schreibt einfach in die Kommentare, falls ihr da Fragen habt. Solltet, falls irgendwas unklar sein sollte. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr, ja, eure Aufmerksamkeit, drehen wir das Ganze nochmal um. So, da ist er. Ja, bedanke ich mich nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Tipp mitnehmen, wie man das, dies und jenes hier so macht. Falls ihr dazu Fragen haben solltet, noch irgendwas sein sollte oder Anregungen, immer her damit. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Ansonsten, ihr Lieben, bleibt gesund. Ja, bleibt uns treu, lasst gerne ein Abo da oder auch ein Like. Da freuen wir uns natürlich gerne darüber. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian.